Mobile Genlabore für die Schulen. Ein gemeinsames Projekt des Bildungsministeriums und der Chemieverbände in Rheinland-Pfalz. Zum Kick-Off-Termin in Bobenheim-Roxheim begrüßten Bildungsministerin Stefanie Hubig und Hauptgeschäftsführer Bernd Vogler die Schülerinnen und Schüler der Realschule Bluss. Beide machten deutlich, dass Biowissenschaften ein wichtiges Forschungsfeld sind. Wir brauchen dringend Fachkräfte im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und deshalb haben wir eine Initiative gestartet, eine Strategie, damit wir mehr Fachkräfte finden. Und diese mobilen Genlabore können genau das bewirken. Ein Labor besteht aus jeweils 4 Stationen und erlaubt Experimente in jedem Klassenraum. Vor Ort zeigten die Schülerinnen und Schüler, was sie bereits im Bereich der Forensik gelernt haben. Doch die Labore können mehr. Mit den mobilen Genlaboren kann man Corona-Tests nachspielen, aber auch viel mehr. Diese PCR-Reaktion kann Gene multiplizieren. Man kann Tatortanalysen nachvollziehen mit DNA-Sequenzen. Also ganz viele Möglichkeiten, wie sie in internationalen Laboren Standard sind. Die professionelle Labortechnik ist auch weltweit in Forschungseinrichtungen vorzufinden. 20.000 Euro pro Labor haben die Partner investiert, die nun durch Schulen ausgeliehen werden können. Also ich möchte natürlich am liebsten alle erreichen, das ist klar. Aber wenn man sich anguckt, wir haben 2 mobile Genlabore, die ja ganz schnell immer wieder weitergereicht werden können. Selbst wenn man konservativ rechnet, sind wir schon bei ungefähr 400 bis 500 Schülerinnen und Schülern pro Jahr. Und wenn wir vielleicht perspektivisch noch mehr anschaffen könnten, können wir die Zahl verdoppeln und die Geschwindigkeit könnten wir auch noch anpassen. Also ich bin optimistisch, dass wir mindestens 500 erreichen, vielleicht sogar bis zu 1000. Eingesetzt werden die Labore im Unterricht oder in Projektarbeiten. Und die Genforschung im Klassenzimmer hat einen weiteren Vorteil. Die Schülerinnen und Schüler haben den Vorteil, dass sie sehen können, ist das was für mich, in so einem Labor zum Beispiel zu arbeiten? Sind so kleine Mengen was für mich, dass ich im Mikroliterbereich arbeite? Oder arbeite ich lieber im Literbereich? Und sie lernen sauberes Arbeiten, lernen den Umgang mit den Geräten kennen, fühlen sich vielleicht auch ein klein wenig wie echte Wissenschaftler und können nachvollziehen, wie eben Wissenschaftler im molekularbiologischen Labor arbeiten. Mit den Laboren sollen alle Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse erreicht werden. Und das war mir auch wichtig, dass wir hier nicht nur was für die Leistungskurse haben, sondern dass auch, wie hier in der Realschule Plus, auch Schülerinnen und Schüler der 9., der 10. Klasse mit den Genlaboren arbeiten können. Bereits vor einem Jahr vereinbarten die Chemieverbände und das Bildungsministerium die Anschaffung der 2 mobilen Genlabore. Aus Sicht der Chemieverbände ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Ohne Forschung, ohne MINT, ohne begeisterte Jugendliche für diese Themen werden wir keine Zukunft schaffen in Rheinland-Pfalz. Es ist immens wichtig, dass wir Nachwuchs für die Naturwissenschaften finden.